Wieso auch immer, weil eigentlich stand's ja in der Beschreibung, habe ich vergessen, dass ich ja jetzt schon ein Outfit-Teil bekomme und das. Also ich habe diesen eingefärbten Teig oder eingefärbten Kuchen oder was auch immer fertiggestellt und habe dafür jetzt die Hose Wintertide Ballista bekommen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr für andere Sachen, die ihr gekocht habt, vielleicht auch andere Outfit-Teile bekommt. Vielleicht ist das abhängig davon. Vielleicht geht es aber auch einfach nach der Reihe. Das dürft ihr mir gerne sagen. Oh, sehr interessant mit den unterschiedlich farbigen Gürteln. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Die rote gefällt mir echt gut, weil man damit richtig punkige Sachen machen kann. Die cremefarbene gefällt mir auch gut und die Farbe gefällt mir auch ganz gut. Ich glaube, weil ich mich bei dem Cardigan wahrscheinlich für eine Cremefarbe entscheide, gehe ich jetzt mal auf die rote Variante tatsächlich. So, damit wäre dieses Mini-Video auch quasi schon wieder abgeschlossen. Ich hatte es halt leider nur vergessen. Eigentlich könnte ich es locker in das andere Video dran schneiden. Aber naja. Wir könnten jetzt theoretisch noch andere Sachen herstellen. Warte mal, ich mache das mal hier richtig. Ja, könnten wir theoretisch auch mal eben gucken, weil ich habe ja noch genug. Schauen wir doch mal, was man für die anderen Sachen hier unten braucht. Milchkaffee. Dafür braucht man einmal gemahlenen Kaffee und eine Milch. Einmal gemahlenen Kaffee. Der ist hier unten. Ah, warte mal. Gemahlenen Kaffee kann man machen. Milch kann man nicht machen. Dann werden wir jetzt hier mal. Dafür braucht man Kaffeebohnen. Ja, war klar. Kaffeebohnen kann man natürlich nicht machen. Das heißt, wir werden Kaffeebohnen kaufen. Ich habe vergessen, wie viele. 5 Stück. Ich hätte gerne 5 Stück. Genau, und damit können wir jetzt gemahlenen Kaffee zubereiten. Dü, 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 dü. So, das lasse ich jetzt mal durchlaufen und dann zeige ich euch auch, was als nächstes passiert. Gemahlener Kaffee ist fertig. Und ich habe nicht drauf gedrückt. Ist da jetzt nichts passiert? Aber ich habe jetzt gemahlenen Kaffee. Kann ich jetzt machen, was auch immer ich hier machen wollte? Wollte ich Milchkaffee machen? Ich bin mir gerade irgendwie nicht mehr sicher, was ich machen wollte. Nee, offenbar nicht. Also die wichtigen Sachen fangen wohl erst hier unten an. Das sind die, die länger dauern. Ah ja. Okay, für den Milchkaffee brauchen wir aber noch eine Milch. Brauchen wir den Milchkaffee überhaupt für irgendwas hier? Vielleicht sollten wir hiervon eher was machen. Was ist das hier? Heiße Schokolade. Was braucht man denn für die heiße Schokolade? Ich sollte irgendwo vorne anfangen, meine Fresse. Also hiervon habe ich nichts. Hiervon habe ich nur eine Sache. Hiervon habe ich auch nur eine Sache. Dafür hatte ich das ja gemacht. Da brauche ich noch Schlagsahne für. Schlagsahne kann man herstellen. Ich will die nicht kaufen. Schlagsahne kann man herstellen. Mit Milch. Das heißt, ich muss kaufen Milch und das offenbar 5-mal. Und ich habe nicht genug. Großartig. Großartig. Ich hab nur für 3. Das heißt, aus der Schlagsahne wird nichts. Ja, alles klar. Damit hätte sich das dann jetzt auch erledigt. Wie schön, dass ich euch die Hose zeigen konnte. Hatte ich nicht gesagt, ich habe das hier ins. Na, naja, egal. Ja, also wir haben eins der Rezepte zubereitet und das war hier unten der gefärbte Kuchenteig. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass man den jetzt nochmal herstellen kann, aber ist ja egal.
Die anderen vier werden dann sein Milchkaffee. Dafür hätte ich nur eine kaufen müssen. Jetzt habe ich nicht genug Jetons. Egal. Milchkaffee, heiße Schokolade, der Gewürzkuchen und dann wahrscheinlich die gewürzten Karotten. Macht das Sinn? Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Keine Ahnung, was man hier noch braucht. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall im Laufe des Events noch sehen. Ciao, ciao, meine lieben Annalieschen.